Ein wunderschön, meine Freunde, und willkommen bei Max Beatshop. Da ja bei euch das letzte Format, so was ich so gemacht habe, wo die Monetarisierungsgeschichten nicht liefen, übrigens immer noch sehr strange, aber momentan geht's, euch so gut gefallen hat, machen wir weiter mit Fahrzeugvorstellungen von Sachen, die wir so haben. So Fahrzeugen, keine Ahnung. Halt von Fahrzeugen, wir haben ja nur Fahrzeuge. Gordon ist übrigens auch da. Wir haben Fahrzeuge, ja. Wir haben Fahrzeuge. Das stimmt. Und diesem. Was? Da gibt's nichts dran zu meckern. Wir haben Fahrzeuge, definitiv. So ein, zwei Stück haben wir, ne? Ja. Kommt von vorn. Ein, zwei Stück, ey. Ein paar Dinger sind auch Spoiler hier, die noch gar nicht sehen können, die noch gar nicht im Video laufen. Wir haben ja eine Woche Zeitblase zwangsweise jetzt mehr wegen dem YouTube-Kram da. Naja, diesmal geht es um ein relativ großes Fahrzeug. Um diesen Robur hier. Das ist ein Robur LO2002. Das Ding heißt irgendwie, heißt das L? Ich glaube leichter LKW. Ne, hier Otto Motor 2002. Der ist aber rausgeflogen, der Otto Motor. Heißt der hier 2002? Das gut klingt, oder warum haben die das gemacht? Keine Ahnung. So, ne, weiß ich nicht. Das ist eine gute. Könnt ihr uns beantworten vielleicht? Weil ich weiß es nämlich nicht. Wurde aber umgebaut auf Dieselmotor, also eigentlich ist das ein LD. LD heißt Diesel, ne? Bei O Otto, D ist Diesel. Hat die voll großen Dieselachsen unter. Und es sind 4 Liter luftgekühlter 4-Zylinder Diesel drin. Braucht ungefähr so 12 Liter ungefähr, kannst du rechnen. Manchmal sogar 10 auf der Autobahn. Ja, und das Ding haben wir zum Hochhaus umgebaut, irgendwie. Das ist das Ding so. Also im Laufe unserer D-Max-Dreharbeiten, vielleicht kennt ihr vielleicht von D-Max, Staffel 2 war das, ne? Staffel 2, Folge 2, ne? Ja. Ja, ne? Ja, genau, nein, Staffel 1. Folge 2. Staffel 1, Alter. Ja, stimmt, Mann. Der hat schon zweimal Töpfe gekriegt seitdem. Stimmt, das war Staffel 1. Ja, Mann. Staffel 1. Also Staffel 1, Folge 2, so rum war das. Krass. Max Carshop. Hier, in dem Zuge haben wir mit angefangen mit dem Projekt. Mit dem, ja, das Ding ist halt, ich habe das mal irgendwann mal gekauft. Für 2.800 Euro. Das stand hier, stand in Aurich. Mit kaputten Bremsen, ohne TÜV. Und halt, naja, halt ein Haargutachten. Ein Haargutachten mache ich gerne. Das ist ganz cool bei so einem LKW. Dann kannst du den wenigstens bezahlen. Sonst kannst du den LKW nicht unterhalten. Naja, das Ding, das stand da halt in so einer riesengroßen Garage. Und oxidiert vor sich hin. Das war eine offene Pritsche. Also das Ding wie jetzt war feuerwehrfarben. Das haben wir umlackiert. Und hier war eine offene Pritsche mit so Seitendingern dran und sowas. Und da stand das für 2,8 drin. Ich fand es so geil, ich musste es haben. Bremse war auch kaputt. Da war mal ein Bremsschlauch kaputt. Der war dicht gefloppt. Und so haben wir das Ding wieder auf die Straße gekriegt. Dann eigentlich der Bremsschlauch gemacht und TÜV gemacht, ne? Mehr war das gar nicht, ne? Das war voll easy. Ja, wie schnell auch. Ich fand das witzig. Naja, auf jeden Fall. Voll zerfetzt das Ding. Ja, echt? Komplett durch. Die hat schon einiges durch. Ja. Naja, auf jeden Fall, dann war das Ding halt irgendwie da. Ich habe es dann angemeldet, weil ich es cool fand. Aber ich habe es halt nie benutzt, weil eine Pritsche ohne Sicherungspunkte, ohne alles, willst du damit machen? Kannst du nicht viel mitmachen. Das steht dann halt doof in der Ecke rum. Sieht vielleicht ganz cool aus und das Ding nimmt natürlich auch sehr viel Platz weg. Und dann war es eigentlich schon wieder fast fehl am Platz. Und dann kamen wir damals auf die Idee, das wir übrigens auch mit YouTube zusammen, ne, von Dingen her, dass wir hier einfach einen Camper rausbauen. So einen, diese coolen Offroad-Camper, diese ganzen Hipster und all solche Dinger jetzt. Weißt du, die fahren durch die Gegend, da haben so einen Sprinter mit Allrad, weißt du? Und dann, oder mit diesen alten Dudos oder so fahren sie rum, oder wollen sie immer. Machen viele, ne? Alter, wie viele YouTuber gibt das, die so diesen Türkram machen? Ja. Aber alle Arten davon. Ja. Die, so ganz wilde. Hier, Lass Laufen, gucke ich. Kennst du Lass Laufen? Ist auch so ein Typ, total abgespaced. Ich feier den. Gehört habe ich, aber weiß ich, kann ich nicht so sagen, kenne ich nicht. Nur mal gehört irgendwie. Der hat auch so eine Gurke. Und alle 2 Jahre muss er den wieder durch den TÜV. Das ist immer geil. Dann geht's los. Oh Scheiße, der hat einen Urlaub fahren mit dem Ding, ist abgebrannt. Machen ja wirklich viel, ne? Das ist ja voll. Vanlife-Dings, ne? Ja, ja. Das kriegen wir nicht so ganz hin. Also ich krieg meine Family in Van nicht rein. Das könnte problematisch werden. Ja. Kriegt meine Family allgemein nicht hier rein. Meine Frau kriegt ja nicht rein. Nicht für Geld. Nee. Das stimmt wohl. Naja, Fakt auf jeden Fall ist, ich wollte immer mal so ein Anführungs-Expeditionsfahrzeug haben, mit dem wir auch immer so Lost Place die Dinger fahren wollen. Da haben wir es mit einem Gurkencamper gemacht und sind verreckt. Das Thema haben wir auch schon gehabt. Hat nicht ganz. Hätten wir den mitgenommen, Alter? Der Wendler, der ist einfach gefahren. Ja, mit Sicherheit.
Mit Schmerzen in den Arsch, wir aber... Wären, genau, und wir wären danach taub gewesen, aber sonst... und heiser, Alter. Hey, ich hab schon zwei Kopfhörer reingepackt. Ja. Immerhin. Besser ist es. Naja, auf jeden Fall, ihr müsst euch vorstellen, das Ding, das hat hier, ich glaube, 58 PS. Oder 60 PS aus einem 4 Liter Vierzylinder Diesel. Also, ihr müsst euch vorstellen, 4 Liter heißt, jeder Kolben oder jeder Zylinder hat 1 Liter Hubraum bei dem Ding. 1 Liter Hubraum. Das heißt, also müssen ja eigentlich, wenn man das so rechnet, so, sag mal, so solche Kolben sein, so ungefähr, wie die Scheibe, so. Richtige Apparillos drin. Und dann luftgekühlt. Total geil. Der Motor ist cool. Ja. Man kann auch nicht im Arsch gehen, ist ja nichts dran. Hat keine Leistung, weißt du, und kann nicht kaputt, dann hat mega viel Hubraum. Das hält ewig. Nee, der Gag an dem Ding ist, fährt 80 km/h Höchstgeschwindigkeit. Wenn du Gegenwind hast, nicht, dann fährt er 70. Wir haben ihn ja ein bisschen, leider ist er ein bisschen ausgebremst. Ist ein ehemaliges Fahrzeug von der NVA, von der Nationalen Volksarmee gewesen. Dann lief er nachher, wenn der dann als Feuerwehrauto, dann haben sie ein umlackiertes Feuerwehrauto, wir haben ihn dann wieder wie ein NVA-Auto lackiert. Diese ganzen Innendinger sieht er auch noch alle komplett oliv noch. Dachluke, weißt du, hier für den Fall der Fälle, dann braucht man eine Dachluke, wir nutzen hier das schlechte Schiebedach. Da hinten auch schon mal ein Solarregler, ein kleines Solarpanel auf dem Dach geschmissen von dem Ding. Das ist der einzige Grund, warum die Batterie von dem Ding nicht leer ist. Da hat sogar die Lampen hier drin, die laden lassen, muss ein bisschen mit auf noch. Das geht. Sieht da hinten so ein Mini-Solarpanel. Das Solarpanel ist fast so alt wie ich gefühlt. Und hat er ein paar Spinnweben gekriegt, weil er ein bisschen Schleifstaub abgekriegt hat und Spinnweben. Die Kombination ist mal scheiße. Das sieht aber aus wie ein Dracula-Film. Ja. Hier nochmal eben so die Fahrerseite komplett. Alles am Start. Wie gesagt, das Ding zu fahren ist Arbeit. Also da musst du echt noch Kraftfahrer sein. Betonung auf Kraft. Weil das Ding musst du auch, wenn du es lenkst, das ist sogar die Kraft. Da musst du richtig hier Arme vorhaben. Ja, ist wirklich so. Schalten, Alter, musst du dann reißen. Alter, ich hab fetten Respekt. Arbeit, ja. Ich hab fetten Respekt für den Typen, die früher bei der NVA gefahren haben im Gelände. Allein schon, wenn ich überlege, wenn du auf dem Feldweg damit wenden musst. Ganz eng. Überhaupt die ganzen LKW-Fahrer früher. Ja. Alter. Mittlerweile ist es ja ein kleiner Finger hier. Weißt du, der automatische Dinger. Also, das ist, hat sich echt verändert. Ne? Und das Teil hier ist schon echt krass. Ich würde gerne mal wir 50 haben irgendwann. Der fehlt uns nochmal auf der Sammlung. Der kommt auch nochmal. Ja, irgendwo in der Ecke. So, du weißt ja, wie es ist. Jo. Naja, auf jeden Fall. Cool ist, in dem Auto Allrad. Aber keine Differentialsperren. Aber in meinen Augen ist er tatsächlich ganz, ganz, ganz weit vorne den Unimog entgegen. Der hat wohl Sperren, aber dafür kostet er auch ungefähr das Sechsfache oder Siebenfache, was er auch kostet. Ja, wir haben eine Schienenstandheizung nachgerüstet. Die hat das Ding, die rettet dich in dem Ding richtig, Alter. Komplett, da bin ich jetzt, also mein Rekord war, glaube ich, minus 20 und minus 18 Grad in dem Ding. Konnte ich lausche drin schlafen. Sonst Anhängerkupplung, Zugmaul, Seilwinde hat der auch, die sitzt da unten. Aber Seilfenster ist aktuell nicht verbaut, weil seitdem der Anhängerkupplung dran ist, ist das ein bisschen hinderlich mit dem Seilfenster. Der Wohnwagen ist ein Knaus Comfort, schlag mich durch, wer sind die, wir sind drauf. Knaus Comfort. 415. Das wisst ihr Bescheid. Den gab es mal für 150 Euro bei Conny Vorder auf dem Campingplatz. Dann haben wir den hierher gegeiert, auf die Bühne hochgefahren, Fahrgestelle weggeflext, das Ding draufgepackt. Und danach erst lackiert. Ja, schlauerweise. Den haben wir vorne gestrichen. Das haben wir vorher geschafft. Ja. Das haben wir vorher geschafft. Auf dem Dach ist immer noch nichts. Ne? Auf dem Dach, das kann auch bleiben. Weißt du, wegen Aufheizen und so im Sommer. Das ist alles taktisch. Das sieht man, wenn man da oben drauf steht. Und das war ganz geil, jetzt anklappen, diese ganzen Luftbilder und sowas, die sie gemacht haben. Hier sieht man nur so einen roten Strich da. Genau, das geht. Das ist ja gut. Übrigens haben wir keine Bauartänderung mit dem Aufbau. Das ist immer noch ein LKW offener Kasten. Weil wir haben den Wohnwagen, der hinten drauf ist, den haben wir einfach hier vergurtet. Das ist übrigens nur die Polizeigurte. Damit die Polizei überhaupt Spanngurte sehen kann. So vom Ding her. Das ist doof. Vorher haben sie immer Fragen geguckt, was soll der Scheiß. In Wirklichkeit ist er aber hier unten noch am Rahmen über Kreuz vergurtet. Und hier vorne nochmal Buchtlasche nach vorne weg. Und man sieht hier am Rahmen und dann hier runter und dann hier nach vorne festgehalten. Also er kann nicht weg. Ich glaube, das Ding ist gesichert für über 4 Tonnen. Das wiegt keine 500 Kilo. Das Ding ist verwachsen. Wir sind ja auch schon mal richtig bei Sturm und so unterwegs. Alter Schwede, ja. Ne? Und da fahren nur mit den Gurten unten. Nichts, ja. Nichts passiert. Also. Ne? Gar nichts, das ist nicht mal alles super.
Der hat zwei Tanks. Der hat einmal den Haupttank, der ist hier, der ist relativ groß. Ich glaube, der fasst 100 Liter, dieser hier. Und da haben wir immer noch mal so einen kleinen Tank daneben. Das ist der Tank für die Standheizung. Und das soll die China-Standheizung wird angeschlossen. Also war original mal eine andere dran. Hier, das ist der Auspuff von der Standheizung. Und das ist der Ding. Aber Alter, 60 Euro gekostet. Ne? Das war am Arsch in der Karre drin. Willst du mehr, ne? Ja. Ja, wie gesagt, also komfortables Reisen ist es nicht. Also du bist der Langsamste auf der Autobahn. Du bist der Lauteste auf der Autobahn. Und du musst, wenn du lange Strecken fährst, Kopfhörer tragen. Weil sonst klingeln dir die Ohren, alter Schwede. Das geht nicht. Ohne Kopfhörer ist er hautig um das Teil. Aber sonst ist das ein geiles Auto. Kannst du immer hinfahren. Der braucht nicht viel Sprit. Also im Gegensatz zu wie der Gurkencamper ungefähr. Das gehen wir mal rein in unseren Aufbau. Der Aufbau wird ein bisschen modifiziert, weil der ist ja eigentlich ein Wohnwagen, ein West-Wohnwagen. Das hat der Grund, warum ich nicht verschraubt habe, weil sonst das H-Kennzeichen weg. Übrigens, Plan ist jetzt, der muss jetzt wieder im März, glaube ich, zum TÜV. Und wenn er im März beim TÜV war, habe ich gedacht, dass ich ihn ablasten auf 3,5 Tonnen. Weil dann haben wir dann hier, dann muss alle 2 Jahre zum TÜV und dann ist das ein bisschen besser mit dem Teil. Weil aktuell ist dann 5,5 Tonnen, auch wegen der Maut, weil er ja immer noch ein LKW offene Pritsche ist, kostet ja ordentlich auch Maut. Und kein Wohnwagen. Fahrt meistens keiner nach, aber ist halt so. So, jetzt gehen wir hoch. Die Leiter ist übrigens der Hammer, da legt man sich manchmal auf die Fresse mit, wenn man nicht aufpasst. Ich habe es geschafft. Aber nur einmal bisher sind wir drin. Das ist der Standard-Wohnwagen. Wie gesagt, 150 Euro Wohnwagen, was Laminatboden drin, hat mein anderer verlegt. Da ist das Bett, Doppelbett. Für meinen fetten Arsch ausreichend, die über meine ganzen DVDs überall und sowas. Und auf der Seite hier seht ihr so ein bisschen die Sitzecke, die man auch so ein Bett umbauen kann. Also auch ein normales Einzelbett raus. Da pennt Hannah meistens immer, oder wenn wir jetzt Gordon, wenn wir auf Tour sind, wir beide oder was. Dann haben wir noch einen 230 Volt Umwandler, 500 Watt. Und halt die Standheizung, Sicherungskasten sitzt da drin, das ist alles total gegurkt, aber selber gemacht halt. Ne? Und hier noch einen kleinen Flatscreen-Fernseher. Mit denen du dann PlayStation spielen kannst. Das ist ganz wichtig. Die musst du haben. Das ist voll geil, Alter. Kannst du schon nichts hier. Du kannst hier im Bett liegen und dann abends DVD gucken. Stand halt so ein Bullard schön vor sich hin, feier ich voll. Und pennen kann man übrigens sehr, sehr gut. Pennen geht geil, ne? Ja, sehr gut. Pennen ist ein Traum. Also. Geschlafen wie ein Stein da drin. Vielleicht empfehlen den Sauerstoff. Auch immer gut. Warum auch immer. Ja, küchenmäßig haben wir nur. Hier ein bisschen Frischwassertank, hier ist ein Klappspaten. Dann haben wir hier unten nochmal einen Kasten Cola, der seit Tag 1 von dem Ding da drin ist. Ja. Frag mich nicht warum. Das Kennzeichen, was mein Vater eigentlich wieder haben wollte, was er eigentlich wieder haben kann. Und hier unten drin habe ich noch mein Herd. Mehr nicht. Lebensmittel sind hier oben gelagert bei dem Teil. Da sind die Lebensmittel gelagert. Ein paar Dosen sind noch drin, weil die verfallen nicht so schnell. Ja, das ist sozusagen eigentlich der Campingaufbau. Mehr ist das nicht, ne? Also mit dem Ding kannst du eigentlich überall hinfahren, du musst halt nur Geduld mitbringen. Aber alle feiern das Teil. Oder die weichen ganz großflächig aus, das kann auch mal sein. Dreispurige Bahn, die meisten gehen in linke Spur, das sind so gruselig, das Teil. Ja, das ist das Thema. Die PS2 ist übrigens von Antonio, die hat er immer gesponsert, extra für das Ding. Extra auseinandergebaut, neu lackiert, die Controller auch in Rohbohrfarben, in Gurkengrün. Läuft. Also gut, was soll ich da erzählen? Das war das Ding, ne? Grob zusammengefasst. Ist halt der Rohbohr, den wir halt so haben. So. Dafür so ein Zwischenvideo für euch reicht das mal. So, wenn ihr mehr Fahrzeugvorstellungen sehen wollt, haut mir auf jeden Fall einen Daumen rein. Wer Abo hat, ist auch geil. Und wenn ihr den Scheiß alles durch habt hier, dann schreibt mal rein in den Kommentar, ob ihr mehr davon sehen wollt. Weil dann machen wir mehr. Weil Fahrzeuge, wie gesagt, haben wir genug, Alter. Jede Ecke hier. Guck mal, allein das Ding hier, ne? Das kann ja schon eine halbe Stunde füllen. Ja. Wie macht er mindestens? Ja. Da ist viel zu zeigen. Ja, Mann. Auf jeden Fall. Ja. Deswegen, das ist schon hart. Gut, haut rein. Bis dann. Munter.